Der große Kuchen. Es buk der kleine Koch einen großen, großen Kuchen. Den bekam ein kleines, kleines Mädchen. Was sollte es damit anfangen? Allein essen ging nicht, da wurde es krank. Da lud es alle seine Gespielen ein, die hatten aber schon zu Hause zu viel Kuchen gegessen und konnten ihm nicht helfen. Da tat es ihn in die Speisekammer, aber da kamen die Mäuse und wollten ihn auffressen. Da weinte es über seinen Kuchen und sagte: Wozu hat man ihn mir so groß gebacken, dass ich ihn gar nicht brauchen kann? Da kam sein Schutzengelchen und sagte: Du hast dir nicht die rechten Gäste geladen, die Armen, die Hungrigen müssen es sein. Da stand es in der Tür und rief alle Hungrigen heran. Da kamen alle armen Kinderchen und schmausten, dass es eine Lust zu sehen war. Ehe es Abend wurde, war der Kuchen verzehrt. Die Brotsämlein bekamen die Vögelchen und als nächstes Jahr wieder ein großer Kuchen kam, wusste es gleich, wen es dazu einladen sollte.